6 Flügel. Das heißt, wir haben 3 Kanarienvögel. Weil keiner von den anderen hat Flügel. Das heißt, 3 mal 2 Beine kommen dazu, weil ein Vogel hat nun mal nur 2 Beine. Sind gleich 6. Das heißt, wir haben insgesamt bisher 18. Markiere ich jetzt nochmal. Ganz toll hier. Also haben wir insgesamt, wenn wir das von 26 abziehen, noch 8 Beine, die über sind. Das heißt, noch 2 Hunde. Ne? Also 2 Hunde. Ach, schön. Das heißt, wir haben 2 Hunde, 3 Vögel und 3 Schildkröten. Macht insgesamt 8. Das heißt, er hat noch 2 Schlangen. Das hätte ich jetzt nicht wegmachen sollen. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, darf ich nochmal ganz von vorne anfangen. Nice, sehr schön. Ich kann noch ein bisschen rechnen und kann euch das auch noch mal so ein bisschen zeigen, was in meinem komischen Kopf denn alles vorgeht. Richtig, stimmt genau, er hat 2 Schlangen. Wenn es in seinem Zoo 6 Flügel gibt, muss es 3 Kanarienvögel mit insgesamt 6 Beinen zählen. Muss er. 3 Kanarienvögel mit insgesamt 6 Beinen zählen. 3 Panzer bedeutet 3 Schildkröten mit insgesamt 12 Beinen. Zusammen haben diese 6 Tiere also 18 Beine. Übrig bleiben noch 4 Tiere und 8 Beine. Da handelsübliche Hunde 4 Beine haben und Schlangen gar keine, muss es sich um 2 Hunde und 2 Schlangen handeln. Schön gesagt, lieber Rätseltext. Und ein weiteres Häkchen auf meiner Liste. Das war ein Kinderspiel. Wenn man die Lösung erstmal kennt, ist es ganz einfach. Gut, noch 3 Stück. 115, verlassenes Zelt, rechtes Fenster am Verkaufsstand. Damit meine ich, glaube ich, den Vergnügungspark. Den verlassenen. Weiter. So, ein verlassenes Zelt ist, glaube ich, der Screen hier. Oh, hier ist noch eine Münze. Ach Quatsch, der weist mich auch auf Rätsel hin. Du bist ziemlich cool, Hündchen. Also das war auf jeden Fall das Rätsel, was ich meinte. Sehen Sie, Professor, da ist ein Rätsel versteckt. Cooles Hündchen, gefällt mir. Wuff, wuff. Rätsel Nummer 115, Einers Anders mit 40 von 40 Pi gerade im Augenblick haben wir 4006. Schöne Zahl übrigens. Oh nein, ich hasse das. Ich hasse diese dreidimensionalen Würfel. Davon hat Layton so viele. Das ist eklig. 3 der 4 Würfel, die du unten siehst, sind identisch. Du siehst sie nur aus verschiedenen Perspektiven. Einer davon ist allerdings wirklich anders. Kannst du ihn finden? Ich weiß nicht, ich will ihn aber nicht finden. Also, wenn man mal die hier so betrachtet, die beiden. Ich könnte jetzt mal versuchen, ich kann hier... Das wäre jetzt wirklich ein Rätsel, wo ich Notizen dringend bräuchte. Also mal ganz ehrlich, ja. Das geht wirklich so nicht. Was wir nämlich hätten, wäre... Das ist jetzt so blöd zu machen. Wie soll ich das denn jetzt machen? Also, nochmal. Wenn man sich die hier beide anguckt, ich versuch's jetzt einfach mal. Hätten wir hier oben ein Herzchen. Und wenn ich jetzt mal den Faltplan machen würde, den man in späteren Layton-Teilen öfters mal machen muss, hätten wir hier dieses komische Karo. Links hätten wir dieses komische Zeichen, dieses X oder was auch immer ist, mit diesen komischen Kugeln hier in der Mitte. Sehr hässlich, ich weiß, aber ich kann es gerade nicht besser, weil ich nur einen Strich machen kann. So, Karo geht hier weiter. Hier unten haben wir... Ja, so eine Art Quadrat oder sowas, was weiß ich. So halt in der Art Karo geht weiter. Und hier hätten wir den, witzig, wie soll ich den jetzt machen? Den Stern halt. Toller Stern, ich weiß, aber er zeigt so ungefähr, was ich meine. So, und die Sonne hätten wir dann an einem von den anderen hier halt. Irgendwie hier so oder so. So und so und so und so. Mann, ist das hässlich. So. Jetzt gucke ich mal, ob dem irgendwas widerspricht hier. Kann der so liegen? Kann wie ein A das Quadrat direkt neben dem Stern liegen? Ja, kann es. Wenn es das tut, dann betrachte ich das... Wie betrachte ich das dann? So. Und dann hätten wir da die Sonne. Okay, ich glaube, das passt. Ich bin aber, wie gesagt, nicht der Beste, wenn es um räumliches Vorstellungsvermögen geht. Allerdings was? Ah, doch, nee, das geht auch. Okay, dann hätten wir da sogar die Sonne. Mist. Da muss ich mich ja bei A gerade vertan haben. Ich glaube, A ist der anders ist.
Weil C, D und jetzt B, die passen zusammen mit diesem Faltnetz, was ich da in größtem Aufwand aufgezeichnet habe. Wenn ich... Oh, ich hasse dieses Vorstellungsvermögen, weil ich habe einfach keins. Das ist das Schlimme. Wenn ich mir das so angucken würde, dann wäre aber doch der Stern da oben. Vielleicht hat es was mit der Ausrichtung zu tun? Mist. Ich sag mal, weil das sonst passt, sage ich mal A. Ich kriege das gerade nicht in meinen Kopf rein, wieso, aber ich glaube, ich habe da irgendwas mit Rotation oder so falsch. Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, das versuche ich gerade, aber es macht mir das sehr schwierig, dass es hier kein Faltnetz gibt. Verdammt nochmal. Wisst ihr was? Weil ich das ja jetzt leider nicht auf dem Bildschirm mehr aufzeichnen kann, werde ich mir das jetzt mal so hier aufzeichnen. Ihr werdet davon zwar jetzt leider nicht sehen, aber bedankt euch dafür mal bei Layton. Sorry, Layton, aber es ist leider so. So. Ach so. Wenn C und D zusammengehören würden, dann würde es keinen geben, der aus der Reihe fällt. Will mir das damit sagen? Moment, nein. Ich versuche das mal. Also, wir hätten hier ein Karo. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist so schrecklich, aber es ist leider so. So, hätten wir hier das. Auf der anderen Seite hätten wir das Herzchen, dann natürlich umgedreht. Habe ich jetzt ein bisschen ungünstig gezeichnet. So. Und auf der Seite wäre dieses Zeichen. So, hier ein Kringel. Und auf der anderen Seite wäre der Stern. Und zwar so, dass was? Ach nee, das passt nicht. Das passt nicht. Die beiden hier. Die passen nicht zusammen. Das fällt mir jetzt erst auf. Das passt überhaupt nicht. Also einer von den beiden ist das. Der nicht hier reinpasst. Okay, das ist interessant. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie es dann aussehen könnte. Und mit den da. Ich glaube, dass der hier das ist. C. Wenn nicht, dann ist es halt D. Ich habe jetzt echt keine großartige Lust, mich hier mit großartig zu beschäftigen. Okay, dann ist es halt D. Mir egal. Ja, bla bla bla. Ist mir jetzt auch ganz egal. So, dann ist es halt der hier. Wenn es der nicht ist, dann weiß ich eindeutig, welcher das ist. Okay, gut. Das war nicht so gut, aber bei diesen Würfelrätseln bin ich ähnlich wie bei den Schieberätseln nicht besonders brillant. Clever kombiniert, wenn du die Würfel A, B und C auseinanderfaltest, siehst du, dass sie alle die gleiche Anordnung von Mustern haben. Falls du Würfel D auseinander, findest du bei den drei Seiten, die du sehen kannst, eine etwas andere Anordnung der Muster. Na schön, soll mir recht sein. Puh, das Rätsel hat sich ja ganz schön gewehrt. Ja, hatte sich tatsächlich. Rätsel Nummer 115, einer ist anders im Rätselindex. Wir kommen trotzdem noch gut voran, auch wenn das jetzt ein bisschen doof war, aber wir kommen dennoch gut voran. Gut, die beiden letzten. Hundi, ich nehme deinen Hinweis an. Vielen Dank für die Münze. Und das ist echt sehr praktisch, dieses Spiel. Das ist eine schöne Idee. Weil so findet man nochmal die ganzen versteckten Hinweismünzen, die man verpasst hat. 118 befindet sich Rathaus und da sollen wir das Fenster untersuchen. Jetzt, da ist es. Das war ein bisschen komisch platziert.
Ein verstecktes Rätsel. Wie hätte man das denn finden sollen? Einfach den ganzen Screen abtippen, wa? Aber das wollen sie, glaube ich, auch wirklich teilweise von einem. Oh, schwierig. Rätsel 118, Rot und Schwarz mit 50 von 50 Pikerat. Ja, das scheint schwieriger zu sein. Oh, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass ich da sehr schlecht drin war. Ein Kartenspiel mit 52 Karten ohne Joker liegt auf dem Tisch. Die Karten sind gut gemischt und auf dem Stapel A und B mit je 26 Karten verteilt. Wenn du in den Stapel die roten und schwarzen Karten zählst und dies tausendmal wiederholst, wie oft kannst du dann erwarten, in einem Stapel so viele rote Karten zu finden, wie schwarz im anderen? Hä? Nochmal. Also, die Karten sind gut gemischt und auf die Stapel A und B verteilt. In einem Stapel so viele rote Karten zu finden, wie schwarze im anderen. Tausendmal, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Weil wenn man die aufteilt, dann gibt's ja in dem einen Stapel so und so viele rote und der Rest ist ja dann schwarz. Und in dem anderen Stapel muss es dann logischerweise den Rest schwarze geben, was dann ja genauso groß ist wie die rote in dem anderen Stapel. Bin ich jetzt bescheuert oder ist das zu einfach? Gut gemischt, ja, soweit so gut. Und auf die Stapel A und B mit je 26 Karten verteilt. Das heißt, man teilt die stumpf in der Mitte irgendwie. So verstehe ich das jetzt zumindest. So. Tausendmal. Das verstehe ich nicht. Also entweder habe ich jetzt wieder die Aufgabenstellung falsch interpretiert oder falsch gelesen, oder ich habe jetzt einen Denkfehler. In einem Stapel so viele rote Karten zu finden wie schwarz im anderen. Ja. Tausendmal. Also das war zu einfach. Vor allen Dingen für so viele Pikerat, ganz ehrlich. Ich mache mir trotzdem Häkchen. Tausendmal. Im ganzen Kartenspiel befinden sich von jeder Farbe 26 Karten. Wenn diese beliebig auf zwei Stapel mit je 26 Karten verteilt, beträgt die Anzahl der roten Karten im Stapel A 26 abzüglich der schwarzen Karten. In Stapel B ist die Situation umgekehrt. Egal wie die Karten verteilt sind, die Anzahl roter Karten in einem Stapel entspricht immer der Anzahl schwarzer Karten im anderen. Ja, ganz genau. Das ist zu einfach. Ganz ehrlich. Aber freue ich mich natürlich drüber. Gar keine Frage. Puh, das hat meine kleinen, Betonung auf kleinen, vielen Dank, grauen Zellen ja richtig gefordert. Sehr klein, wirklich sehr klein. Rätsel 118 Rot und Schwarz ist im Rätselindex. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das letzte Rätsel im Story-Modus befindet sich wo? 120, Eingang zur Kanalisation. Genau. Ich glaube, da muss ich rein in die Kanalisation und dann nach oben gucken. Ich glaube, so ungefähr war das. Jawohl, sehr schön. Dort müsste jetzt Rätsel 120 sein. Sehen Sie mal, Professor, ich habe ein verstecktes Rätsel entdeckt. Das wohl letzte. Rätsel Nummer 120. Oh, raus mit der Kugel 3. Mit 60 von 60 Pikrat, wie auch immer das da versteckt war im Kanalisationszugang. Egal. Kannst du die rote Kugel aus dem Labyrinth buxieren? Schiebe die Klötze, die im Weg sind, beiseite, um der Kugel einen Weg zu bahnen. Dieses Rätsel ist in 20 Zügen lösbar. Ich brauche dafür mindestens 34 oder sowas bestimmt. Okay, okay. Let's do this, shall we? So, und so, und so, und so, und so, und so, nicht ganz. So, 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 so. Nee, das bringt mich nicht weiter. Ich habe da gerade irgendwie so gedacht, vielleicht kann ich da jetzt was ganz Cleveres tun, aber nein, das hat mich einfach nicht weitergebracht. Schlicht und ergreifend. Naja gut, man muss auch mal eingestehen, wenn man verloren hat, sozusagen. So, schiebe ich doch mal so, so. Was mache ich da jetzt mit? Keine Ahnung. Das schiebe ich jetzt auch einfach nur so stumpf rum. Wie kann ich das denn jetzt schaffen? Ich muss den auf jeden Fall runterholen, ansonsten kann ich überhaupt nichts machen. Also das, denke ich mal, sollte ein relativ sicherer Move sein, um es mal auf Neudeutsch auszudrücken. Ich denke, das sollte schon ganz gut gehen so. Das Ding ist nur, jetzt muss ich natürlich
So, jetzt buxiere ich die mal hier rein. Genau, das ist jetzt nämlich der Trick, glaube ich. Jetzt stelle ich mal die Ausgangssituation wieder her. Ah, nee, das bringt mich noch nicht weiter. Das bringt mich noch nicht weiter. So, vielleicht. Dann könnte ich den zumindest bis dahin bringen, aber das... So, ja, okay, gar nicht mal so schlecht. So, dann habe ich den in der Ecke. So, und dann habe ich den hier. Sehr schön. Das hat funktioniert. Zwar nicht in den versprochenen 20 Zügen, sondern ja, in ungefähr 40. Richtig. Sehr schön. 4136 Pikarat. Exzellent. Zusammen mit dem dicken gelben Klotz in der Mitte waren die lila und blauen Klötze eine ziemliche Qual. Nicht wahr? Es mag frustrierend gewesen sein, aber fühlst du dich nicht jetzt einfach toll, ganz erleichtert? Ich bin erleichtert, dass ich ein weiteres Schieberätsel hinter mir habe, beziehungsweise Schiebebi-Rätsel. Aber ansonsten fühle ich mich nicht sonderlich glücklich. Nein, danke der Nachfrage aber. Das war leicht. Suchen wir noch ein paar Rätsel, die es jetzt nicht mehr gibt. Rätsel 120 aus Metacool 3 ist im Rätselindex. Du hast alle Rätsel gelöst. Gut gemacht. Yay, zumindest im Story-Modus. Sehr nice. Gut, dann suche ich mir jetzt einen schönen Platz. Nicht unbedingt in der Kanalisation, würde ich mal sagen. Und hier speichere ich jetzt mal ein wenig. Speichern. Gut, was wir jetzt noch zu tun haben, sind nämlich Laytons Aufgaben. Und da das tatsächlich 15 verdammte Rätsel sind und die auch nicht gerade leicht sind, würde ich mal sagen, die verschiebe ich tatsächlich dann in die nächste Aufnahmesession an einem anderen Tag, weil die ein wenig Energie von mir abverlangen, glaube ich, die ich jetzt nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung habe. Ich würde mal sagen, bis dahin noch eine wunderschöne Restzeit, ich wünsche euch was und auf jeden Fall auf Wiedersehen.